Also die Ärzte haben am Anfang gesagt, dass wir nichts machen können, weil das geht einfach nicht. Und ich war einfach unter Schock und habe einfach nur geweint am Anfang. Aber dann habe ich gedacht, es geht doch und wir können es irgendwie schaffen, meine Mutter zu retten. Und meinem Bruder, ihm danke ich auch sehr, weil er hat im Internet den ganzen Tag geschaut, wo kann ich was machen, kann ich einen Arzt finden, der meine Mutter operiert oder ihm hilft. Und mein Bruder war den ganzen Tag einfach nur wach und hat einfach für meine Mutter gekämpft, sage ich mal, und meine Mutter gerettet, sage ich. Beziehungsweise der Arzt hat meine Mutter gerettet und ich bin einfach überglücklich und wir werden auf jeden Fall eine neue Seite aufschlagen und unser Leben weiterleben.